Moin Leute aus NRW immer noch. Ich bin immer noch in Lüdenscheid zu Gast. Gestern waren wir ja in Dortmund und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hagen, um mit Nadine Aklis und Johannes Bracht wieder ein Training zu machen. War ich ja jetzt nach der FIBO schon. Und nachdem wir jetzt kurzfristig nochmal hier runtergefahren sind, habe ich natürlich versucht, gleich nochmal so eine Session abzumachen. Es hat heute wunderbar geklappt. Wie gesagt, jetzt ab nach Hagen zum McFit wieder. Und dann schauen wir mal, was die trainieren, was ich trainiere. Heute sind Beine bei mir wieder auf dem Tag, genau wie auf dem Plan. Genau wie letztes Mal. Es ist jetzt der 13., glaube ich. 14. müsste heute sein. Es ist Vatertag. Das heißt, ich habe schon viele Väter gesehen, die mit ihrem Bollerwagen schon um jetzt 9.45 Uhr wahrscheinlich schon leicht alkoholisiert durch die Gegend torkeln. Aber will da niemanden das bewerten oder ähnliches. Jeder hat ja da seines Glückes Schmied sozusagen. Also dazu kann ich nur sagen, bis vor 5-6 Jahren war ich selber noch jemand, der an so einem Tag auf jeden Fall ordentlich Alkohol getrunken hätte und auch ordentlich alles getan hätte, nur nicht jetzt zum Beintraining zu fahren. Von daher, Menschen können sich ändern, ob positiv, ob negativ. Ich finde, man sollte das halt immer nicht bewerten. Jeder Mensch hat Phasen in seinem Leben. Wie gesagt, ich hatte auch so eine Phase, in der war ich, weiß ich nicht, Wochenende, Freitag, Samstag immer feiern. Immer am nächsten Tag völlig verkatert, auch viel zu viel getrunken immer. Kann ich mir heute halt gar nicht mehr vorstellen. Gar nicht mehr. Also klar gehe ich noch ab und zu mal weg und trinke auch ein, zwei Bier, aber dieser Alkoholkonsum in extremen Maßen, das ist für mich gar nicht mehr vorstellbar. Einfach, weil ich da keinen Mehrwert von habe. Weil ich weiß, wie es mir am nächsten Tag geht, da habe ich nichts von. Aber wer da jetzt noch Bock drauf hat und in der Phase ist, muss man durchleben, damit man jetzt auch irgendwann mal hoffentlich wieder zu dem Punkt kommt, wo ich jetzt bin, wo man dann da keine Lust mehr drauf hat und irgendwie mehr aus seinem Leben machen will. Gut, ich werde jetzt noch mein Monster auf der Autobahn vertilgen und dann hoffe ich, dass ich in Hagen von der Autobahn runterkomme, weil die gestern auf dem Weg nach Dortmund gesperrt war. Ich hoffe, ich komme an, aber das werden wir gleich sehen und dann geht's ins Training.
So, jetzt Special Guest Johannes. Das war mein Opener. Das war sein Opener. Der Mann macht beim Meet mit. Und wie sind's? 125. 125. 4x6. 4x6. Nee, andersrum, 6x4. Sah aber locker, oder? Was, war, was ziehst du ab als Max? Also jetzt letztens 150. Also so. 160 wären geil. Ob ich die kriege, ist eine andere Frage. Ich glaube auf jeden Fall. Bei 155 mindestens bei mir. Brauchen wir den Mann auf jeden Fall zu. Ja, klar. Was ist eine Rom? Also hier ist es sehr lustig hier in der Hagen. Also immer ein Besuch wert. Aber es ist ja ein Einstieg, das haben wir in Gym-Nerds. Ja, ich mache jetzt heute, ich bescheiß mich so ein bisschen bei den Sumos, ein bisschen höher. Ich bin heute sehr stark. Liegt aber an der Höhe. So. Ja. Was machst du danach noch? Nur Kreuzheben vielleicht noch. Mal gucken, wie es mir Zeit hinhaut. Bank habe ich ja eben schon gemacht. Also eigentlich immer nur die drei großen Lifts. Oh, ja. Komplett durch. Mal ein bisschen Assist-Work, mal ein bisschen, aber da habe ich in letzter Zeit keinen Bock drauf. Und jetzt mit dem Intensity-Block vom Meet nochmal Gas geben. Und dann auch eine Woche vorher ruhig? Die läuft halt. Das habe ich jetzt beim letzten Block-Meet gemacht. Mir bin ich ganz gut gefahren und schauen wir mal. Ihr werdet es erfahren, wie der Mann abschneidet, wenn das Publik macht. Außen McFit in Hagen. Training war super, aber auch nur, weil ich Deadlifts auf diesen McFit Gummiplattformen gemacht habe mit den 20 Kilo Hanteln. Also jeder, der bei McFit trainiert, müsste es glaube ich mittlerweile in allen Studios geben, haben sie so eine Gummiplatten, damit der Boden nicht leidet. Und da habe ich jetzt quasi so eine Blockpulls gemacht bei den Sumo Deads und hab, glaube ich, sogar, müsste ich auch gefilmt haben, die 150 gemacht, obwohl das war die 16er Stange, 146. Ja, eigentlich war ich ja bei 4x5 mit 140. Jetzt habe ich 2x3, glaube ich, geschafft, was sich aber relativ gut angefühlt hat. Gleich mal Form checken auf Video. Ja, Johannes und Nadine, immer nett bei denen. Haben gerade geplant, dass die mal nach Hamburg kommen, dass wir da mal eine schöne Session machen, dass wir uns die Hamburg, das schöne Hamburg an, dass ich ihnen das mal zeige. Und ja, jetzt geht's wieder Richtung Lüdenscheid. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Old-Büdental. Zu Glör. An die Glörtalsperre. Jetzt in das schöne Sauerland. Das schöne Sauerland aus. Durch die schönen, sauberen Scheiben.
Meine Schwiegereltern. Deine Schwiegereltern? Boah, da kommen die Motorradfahrer ein bisschen schnell. Sag mal. Boah! So viel dazu, ne? Mit Beiwagen auf einer einspurigen Straße heißt. Mit Sozio heißt das so, oder? Boah, da ist ein Adler. Oh. Ist das ein Adler? Ja, ne? Ja. Was macht der denn? Weiß nicht. Der visiert gerade sein Ziel an. Ja, schön hier. Schön ländlich. Können wir mal das Auto putzen? Dann können wir noch mal was sehen. Dann könnte man noch was sehen. Ja, mal gucken, wie weit wir da noch hin brauchen. 15 Minuten noch. Und dann gucken wir mal, ob es da auch was Schönes zu sehen gibt. So richtig schön Mother Nature. Schönes zu essen. Auch das vielleicht. Ist das hier die Krombacher Insel? Leider nicht. Leider nicht. Ne? Aber die Krombacher Flasche ist im Wasser oder nichts. Immerhin. Also das ist die Glörtalsperre. Wo auch immer das jetzt ist hier. Breckerfeld. Trägerfeld. Trägerfahren. Ja. Geiler Tag. Ist nicht so warm, ne? Aber angenehm. Und nach so einem Beintraining. macht es natürlich immer Spaß, ein bisschen zu laufen. Laufen wir einmal rum? Ja. Naja, vielleicht nicht ganz. Komm, zeig mal einmal den Abgrund. Den Abgrund hier der Sperre. Hast du früher nicht im Bach gespielt? Im Bach? Das ist bei euch nicht. Wir hatten einen Ententeich. Na und? Was hat er damit gemacht? Die Enten mit Brötchen gefüttert. Mit Steinen geworfen. Oder mit Steinen geworfen. So, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört. Hier steht Ruhe bitte wegen Dreharbeiten. Und da hinten in der Gaststätte ist hier mega die Karaoke-Party. Vielleicht hört man das gerade. Denn weil heute Vatertag ist, haben sich einen guten Tag ausgesucht für Film, für Dreharbeiten. Fail. Hast du gesehen? Ja, aber deine Technik, das ist die Technik. Jetzt lass mich mal. Ja. Aber du machst so. Ja, und du? Na, ich kann es auch nicht besser. Hab ich gut reden, ne? Ich habe meine Ditcher-Skills verloren. So. Body Media, keine Ahnung, aber ich schätze, es waren mindestens 5, das waren echt 5 Kilometer um See herum. Wir können das ja gleich mal auschecken. Das heißt, Cardio ist für die Woche auch erledigt. Einfach jetzt mit Wandern, es funktioniert genauso.